Es geht um Führung bei dieser Mannschaft. Deutschland also in gewohntem Schwarz-Weiß. Also Stärke der schweizerischen Nationalmannschaft. Ganz sicher eine stabile Defensive. Wollen auch insgesamt gegen vermeintlich stärkere Teams, und dazu zählen sie natürlich Deutschland immer noch, aus der Tiefe heraus agieren. Also ihre Defensive relativ tief vor dem eigenen Tor postieren. Gute Gelegenheit. Bühl. Drin ist er. Sechste Spielminute, das fängt richtig gut an für die deutsche Nationalmannschaft. Der öffnende Tiefenball von Lina Margul. Ramona Bachmann gegen Hendrich und gegen Gwin. Gutes Doppeln von der deutschen Mannschaft dort, um die zumindest heute auf dem Platz stehend vermeintlich beste Offensivspielerin des Gegners auszuschalten. Erster Auftrag erledigt. Ah, zweiter Balldart für Bühler. Geblockt. Negering, gut abgelegt. Dann nochmal Hut, Ball noch nicht gelöscht. Und dann probiert's Magul mal aus gut 20 Metern direkt. Auch das ist ja bekannt. Deutsche Mannschaft, Kette hinten, rückt relativ weit auf. Mittellinie ist so das avisierte Terrain. Und dann muss natürlich auch die Torhüterin mitspielen. Das hat sie ideal gerade umgesetzt. Merle Frums. Magul! Lina Magul! 41. Minute, 2-0. Start. Klar dominierendes deutsches Team. Ich bin sehr sicher, dass die Trainerinnen dort unten zufrieden sind mit der Umsetzung des Matchplans. Vielleicht geht in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr, ich sag mal, wilde Fahrt nach vorne möglich. Die Schweizerinnen haben noch kein Gegenmittel gegen diese dominant auftretenden deutschen Spielerinnen gefunden. Also die Schweizerinnen bekommen den Ball überhaupt nicht in die gefährliche Zone. Wenn ich sehe, wie Geraldine Reuteler und jetzt auch in der zweiten Halbzeit Lara Marti dort immer wieder entgegenkommen, aber nie die Bälle erhalten, weil immer ein deutsches Bein dazwischen ist, dann ist das hier schon ein kleiner Klassenunterschied, den wir hier erleben. Und nochmal Bühl. Immer wieder gegen Bühler, die da jede Menge Arbeit hat. Wieder Clara Bühl. Jetzt völlig allein gelassen. Und das ist ein schönes Törchen gewesen von Clara Bühl. Sie schien ein selbst ein wenig überrascht zu sein. Weiß gar nicht, ob das als Flanke gedacht war. Also hier der Ball von Oberdorf durchgesteckt. Ja. Svenja Huth, gut geschickt. Hat Platz. Ja, nicht genau geschaut, wo sich Lea Schüller hinbewegt, aber die bekommt das Geschenk. Schüller! Und der Nachschuss von wem? Natürlich! Clara Bühl! Und das ist hier fast peinlich. 4-0 Deutschland, 66. Minute. Weiter geht's mit der Clara Bühl-Show am heutigen Nachmittag hier in Erfurt. Wieder können sie sich nicht mal aus der eigenen Hälfte vernünftig befreien, die Schweizerinnen. Erster Ballkontakt eben von Popp. Jetzt Brandt, freigespielt, Linda Dallmann, Ball trudelt rein. Es steht 5-0. Also so gelöst, so freudig, so zufrieden, so mit sich selbst zufrieden habe ich die deutschen Spielerinnen schon länger nicht mehr gesehen. Der Matchplan geht komplett auf und die Spielfreude ist da. Und die Schweiz vielleicht tatsächlich jetzt genau der richtige Gegner, um auch mental aufzubauen. Dallmann. Brandt gleich reingerückt in den 16er. Brandt! Oh, 6-0, halbe Dutzend ist voll. Und sieh hier, Geil Dallmann hat den Korridor geöffnet. Dicker Vorwartfehler natürlich. Das darf so einer erfahrenen Torhüterin natürlich nicht passieren. Lattwein mit Lohmann, Popp,
rein in den 16er. Gute Flanke, Dallmann, nochmal Hut, Svenja Hut und Dallmann. Und nochmal nachgearbeitet von Sidney Lohmann, 7-0. 7-0 in der letzten Spielminute, Sidney Lohmann. Und für ihn ist das ein wirklich ernüchternder Nachmittag. 0-7 gegen die deutsche Mannschaft zu verlieren, das muss man erstmal so kurz vor einem Turnier wegstecken. Also Gratulation an die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg. Das war wirklich eine reife Leistung. Das war das, was man sich gewünscht hatte. Und der Funke ist hier übergesprungen im Stadion. Und sicherlich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, daheim an den Bildschirmen.